Hey, ich bin Joey, ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu The Medium. Diesmal wahrscheinlich die letzte Folge. Und in der letzten Folge haben wir das rote Haus gefunden, das so heißt. Obwohl, ich weiß nicht, ob es so heißt, aber es ist auf jeden Fall abgebrannt. Und es ist unser Familienhaus, wo wir mit unserer Schwester Lilly gewohnt haben und unserem Vater Thomas und unserer bisher noch unbekannten Frau. Ich glaube, der Name wurde noch nicht gesagt. Ich versuche mir den Namen zu merken. Und ja, wir gehen erstmal einen Schritt zurück und gucken, ob wir hier irgendwas Schönes noch sehen. Denn wir gucken ja immer ein bisschen rum. Aber hier sieht es nicht danach aus. So. Wir konnten in der letzten Folge noch nicht reingehen. Ich höre was flüstern. Wir konnten in der letzten Folge noch nicht reingehen, weil es gebrannt hat. Weil wir wahrscheinlich erst noch mit dem Monster wieder kämpfen mussten. Mit Henrys okay, Monster. Okay, Marianne. Focus. This unter der Asche. Once. There's gotta be something here. Okay, da ist ein Spiegel. Hier hat doch was geflüstert. Es kommt dann eher von da. Okay, vielleicht müssen wir erst ins Haus rein. Mal sehen. Okay, wir gucken uns mal hier um. Da haben wir den Spiegel, da können wir also in die Anderswelt gehen. Aber ich gucke mich erstmal hier um. Was haben wir denn da? A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. Die Frage ist, wer sind denn wir? Sind wir die Jüngere? Wahrscheinlich schon, ne? Ist links dann Lilly? Und wir sind die jüngere Schwester? Hm. Okay. Noch ein Foto. Another photo. Schwanger. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Hm. Schon krass, dass man so überhaupt nichts wissen kann. Dämonen. Notizen eines besorgten Mannes. Das müsste dann Thomas sein? Ist der besorgte Mann Thomas? Ich glaube schon. Ich halte nicht aus, wie sie ansieht. Sie hasst sie wegen dem, was dir passiert ist. Sie denkt, es sei ihre Schuld. Als ob sie es mit Absicht getan hätte. Sie ist noch zu jung. Sie braucht Zeit, um zu verstehen. Aber manchmal habe ich Angst. Angst, dass sie ihr etwas antut. Ich sage mir immer wieder, das würde sie nie tun. Aber andererseits kenne ich sie besser als sonst jemand. Jeder hat Dämonen. Wer ist sie? Und wer könnte wem was antun? Unten ist auch noch was im Keller. Da kommen wir aber nicht hin. Vielleicht durch den Spiegel. Ich gucke mich erstmal weiter hier um. Da ist ein Puppenhaus. Is that a dollhouse? How the hell did it survive the fire? Hm. Locked. Maybe there's a way to open it. Versperrt. Vielleicht kann ich es irgendwie öffnen. Okay. Hier ist auch noch was. All burnt up. But I can still make out some of it. Okay. Oh, warte mal. Wir können ja auch noch unseren Blick benutzen beim Puppenhaus. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Aber nee, da ist nix. Liegt hier vielleicht wieder irgendwo ein Zettel unten rum? Okay. Gehen wir mal weiter. Weiteres Bild. Ich soll es irgendwo hin tun. Okay. Da können die drei Bilder hin. Aber in welcher Reihenfolge? Ein gerahmtes Familienfoto, Hochzeitsfoto. Vielleicht finden wir einen Hinweis irgendwo. Hier nochmal gucken. Hm. Stellen wir es einfach irgendwie hin. This doesn't feel right. Maybe I should try a different order. Eine Reihenfolge. Okay. Ah, guck mal hier. Hochzeit. Schwangerschaft. Zwei Kinder. Wahrscheinlich von links nach rechts. Also ein Hochzeitsfoto. Ein
Familienfoto mit Schwangerschaft und ein... I think that's it. Oh. The Rekovich Family History. Das war ja einfach. Haben wir jetzt... ein Feuer eröffnet? Anscheinend nicht. Ich guck mal hier. Hier hat doch auch irgendwas geflüstert. Okay, mehr gibt's hier nicht. Können wir da hoch, noch da rein, noch sonst so. Dann gucken wir mal, wie es in der Anderswelt aussieht. Alright. Let's see what's on the flip side of this place. Okay. Da kommen wir zumindest nicht mehr raus. Wir kommen nicht hoch, aber wir kommen da hinten in den Raum rein. Oder nicht? Okay. Ah, guck mal hier. Können wir aufschneiden. Hä? Ach so. Ich hab nicht gesehen, dass das Messer schon drin ist. An ornate butterfly. Why do I feel that's not all you are? Müssen wir den vielleicht... Der lag doch hier. Warte mal, können wir den vielleicht irgendwie angucken genauer? Hm. Okay, mal sehen, was wir sonst noch hier haben. Strange. It's like... feelings etched into the wall. Ehering. Geburt. Schleife? This looks eerily familiar. Okay. Keine Ahnung, was wir mit der Maske machen sollen. Die Frage ist, können wir diese Sachen auch mitnehmen in die andere Welt? Okay, ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Hm. Hier ist noch eine Tür, die ist aber zu, so wie es aussieht. Hm. Keine Ahnung. Gehen wir wieder rüber. Zumindest mit dem Puppenhaus müsste jetzt was passiert sein. The dollhouse. It's open. Erstmal gucke ich hier noch. Ah, aber wir haben das Inventar nicht in dieser Welt. Wir haben das nur in der anderen Welt. It looks like a replica of the actual house. A tiny mirror. I wonder. Ah, warte mal. Vielleicht können wir damit in die anderen Räume gehen. Da sind wir in der Küche, wenn wir es jetzt mal dahin tun, müssten wir eigentlich in einen anderen Raum kommen, vielleicht. Vielleicht. I knew it. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. Das ist ja krass. Very familiar. Was ist hier? Locked. Four slots. I guess that means four butterflies. Okay. Vier Schmetterlinge. Schmetterlinge. Welche Form hat er denn? Er hat so Spitzen unten rechts. Ich würde sagen, das ist tatsächlich der erste. Mal sehen, was wir hier sonst noch finden. Oh, hier ist wieder ein Puppenhaus. Oder zumindest irgendwas, was wir freischalten können. Another one of those. Noch ein Butterfly. Das ist dann. Der hat wie so lange Füße. Könnte tatsächlich der zweite sein, der hier. Okay. Was dranhängen. Vielleicht die Maske? Nee. Ich denke, irgendwas
von diesem, wie heißt das Spiel, Windspiel. Mehr scheint es ja dann auch nicht zu geben. Da ist dann wieder nur Spiegel. Okay, die zwei anderen Schmetterlinge müsste es dann in dem letzten Raum geben. Mal sehen. Hat sich denn hier jetzt auch was verändert? Wie sieht es denn da jetzt aus? Da sind immer noch zwei. Schmetterlinge waren ja immer sehr wichtig für sie. Gut, nehmen wir den Spiegel mal. Und hängen ihn hier hin. Mal sehen, in welches Haus wir jetzt kommen. Da unten im Keller ist aber auch noch irgendwie was. Da sehe ich den Punkt, aber da kommen wir noch nicht hin. This room. It feels like it's pushing me out. Like it doesn't want me here. Ah, guck mal hier. I don't think. Oh, ich wollte es nicht wegmachen. Das ist das für dieses Windspiel. Okay. Oh, Rätsel, 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 Rätsel. Hier ist wieder was zum Aufschneiden. There's something underneath. Dahinter oder da drunter? What is this? A tea party with the devil? Da können wir sicherlich die Maske draufhängen, aber wer kriegt sie? Ich weiß es nur nicht. Vielleicht können wir damit andere Bereiche nochmal freischalten. I hate you. All of you. None of you know. None of you understand. I do. Das war unser eigener Dämon, der uns verfolgt hat am Anfang. I do. Ah, guck mal hier. Another mask. Were those the friends Satanus talked about? Okay, haben wir sonst noch was hier? Na, guck mal. Noch so ein Schmetterlingsding. And another one. Ein weiterer. So, ich glaube, mehr war hier nicht, oder? Erstmal. Ich warte mal, bis wir die dritte Maske haben, bevor wir die hier zur Anprobe hinlegen. Okay, das scheint wirklich alles zu sein. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück in das andere Kinderzimmer, wo wir das Windspiel anhängen konnten. Zack. Und hier hin. Lily, I... No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Also Lily war auf uns sauer, weil wir an dem Tod unserer Mutter schuld waren. Aber auf dem Bild haben wir ja noch gesehen, dass sie lebt mit zwei Kindern im Arm. Das war doch die Mutter, oder? So, letzter Schmetterling. Vielleicht kriegen wir dann hier die letzte Maske. Der sein. Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. Habe ich etwa, also hat Marianne etwa angezündet? Das Haus angezündet? Oder hat Lily das Haus angezündet? This place is like an emotional graveyard. Okay.
Ein Safe Point. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht durch irgendwelche komischen Sachen gestört. Dann nochmal wieder zurück. Ich renne immer wieder hier gegen. So. So, unglücklich gemacht. Frage ist, welches Kind kriegt welches Gesicht? Maske der Freude, Maske des Staunens. Sie haben Schmetterlingsflügel, aber diese Puppe hat nur... Diese Puppe hat nur einen Arm, deswegen hätte ich jetzt gesagt, das wäre Trauer. Also Lilly. War hier gerade irgendwas? Hm. Woher sollen wir wissen, welche Maske welche ist? I know. I understand. I can feel your pain. What the hell? Maske der Stille. We can show them. We can make them understand. Make them feel what it's like. Okay. Das Menü hat mir verweigert, eine andere Maske aufzusetzen. Das heißt, es ist vorgegeben, welche Maske wohin kommt. Letzte Maske des Staunens. But I can't leave her here. She'll die. Good. Remember, Mommy? It's all her fault. No, no, no! She's my sister! Then set me free. And I will save you both. Ah! Shit! Zurück, zurück, wegrennen, wegrennen. Ah, shit, ey. Ich will noch wegrennen. Scheiße. Okay, also war es eigentlich die Schwester, die das Feuer gelegt hat, weil sie... Haben wir jetzt alles? Dann müssen wir schnell zum Spiegel rennen dann. Ich mach ganz schnell hier. Zumindest sollte sie hier nicht rauskommen. So, zack. Da habe ich ja eine kleine Verzögerung drin. Ich laufe schon wieder gegen diesen Scheißzaun, der da echt unglücklich markiert ist. Aber irgendwas lag da. Wir konnten da das dann nehmen. Springen wir eben. Zack. Und. Ah! Shit! Wow! God damn! That thing. It came from her. Bought its way out with our lives. Okay. Lily. I need to find her. Ich weiß nicht, was wir hier machen können. Ach so, der Spiegel ist weg. Aber wir können in den Keller gehen. Ja, gehen wir doch in den Keller. Noch einmal hier gegenlatschen. Was liegt da? Y. Ach so, einfach runterklettern. The basement looks almost intact. Maybe I'll find some clues down here. Ja, vielleicht. In der Regel brennt so ein Keller wahrscheinlich auch nicht aus. Schätze ich. Das fehlende Teil.
Es ist irgendwo da draußen, so viel ist klar. Verdammt, die Tatsache, dass ich hier das hier schreibe und nicht sabbernd in irgendeiner Ecke liege, ist Beweis genug dafür. Ich muss ihn nur finden. Schon lustig. Ich wollte immer, durchgestrichen, allein der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren wir immer nur zwei Seiten derselben Münze. Wie dem auch sei, ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Alone. The only one. Ich höre es wieder flüstern. Was haben wir da? Da liegt noch eine Note. Ein Weg gefunden. Heute hat sie Geburtstag, 27. Februar. An diesem Tag muss ich immer daran zurückdenken, als ich sie zum ersten Mal sah. Diese wunderbare kleine Kreatur. Ich hätte damals alles gegeben, um ihr Vater zu sein. Um diesen anderen Teil von mir verstummen zu lassen. Und jetzt will ich ihn um jeden Preis zurück. Um ihr zu helfen, um sie zu retten. Ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden. Es ist riskant. Aber das ist unsere einzige Chance, wenn es funktioniert. Nein, es wird funktionieren. Das muss es. 27. Februar. Das ist so hart markiert. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis für irgendwas. Könnte ich mir gut vorstellen. Warte mal, war da noch was im Keller, was ich vielleicht... Nee, okay. Achso, da kommen wir nicht zurück. Hier ist was am Flüstern. Gehen wir mal erstmal hier rein. Ein Telefon, eine weitere Note. Only legible. But I can still make out some of it. Rechnung. Frage der Zeit. Uhrenladen. Krakau. Grodzaskstraße. Bestellnummer. Preis 600 Zloty. 14.04.76. Okay, hier ist ein Schrank, den wir knacken können. Eine Uhr. A lot of love was put into this. But there's sadness too. Steht da was? Schönen Jahrestag. 10 Jahre. Wie die Zeit vergeht, hm? Hier ist eine Kleinigkeit, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Ich liebe dich, du Dummkopf. Die Zeit nicht aus dem Auge verlieren. Was ist das da hinten? Also müssen wir eine Uhr finden. Vielleicht eine Zeit auf der Uhr einstellen. Daddy, where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Aber warum sind wir dann adaptiert worden? Eine Spritze. Ich gucke die Spritze doch an. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? Hat das jetzt Lily gesagt oder hat das Marianne gesagt? Ach, guck
Guck mal da oben. Nee, es ist draußen. Es ist. Wo ist das denn? Weiter weg auf jeden Fall. Okay, gucken wir uns weiter hier um. Eine andere Krankheit. Sie ist krank, aber es ist nicht körperlich. Er hatte recht. In dieser furchtbaren Nacht. Etwas ist damals erwacht. Etwas wurde geboren. In ihr. Es frisst sie von innen auf. Zehrt von ihrer Kraft. Ihrem kleinen kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Hier ist noch was. Kinderschuhe. Tell me about the fire. Es ruft mich. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily. Also Lily hat das Monster gerufen. Hier ist wieder nur Keller, da waren wir schon. Okay, da ist noch was an der Wand. Kommen wir da durch? Ja. Ticke die Geheimnisse von Thomas zu Hause. Ach, guck mal. Hier haben wir den Code. Sehr gut. Hier haben wir den Code. Jesus, this thing is serious. Looks like it's military. Solid steel. Combination lock. Wo sind die? Also wahrscheinlich, was? 27. Oder 02/27. Februar. Was steht auf 1? Auf 1, 6 und 9. Habe ich was übersehen? Also wenn man mit dem Blick guckt. Dann scheint es auf 1, 6 und 9 zu stehen. Hm. 2, 7, 0, 2. Das muss doch die Ziffer, die Kombination sein. 2, 7, 0, 2. Warte mal, wir haben noch eine Jahreszahl. 1910 Jahre. Der Jahrestag. Der Jahrestag. Der Jahrestag ist es. Wo ist der Jahrestag? Der Jahrestag. Es steht in der Uhr. Die Zeit. Der Jahrestag muss es sein. Wenn es 197 ist. Ich meine, es war 1900. Was steht da? 10 Jahre. Hm, hier ist eine Kleinigkeit. Alles 10 Jahre. Wo stand das mit dem Jahrestag? Wo stand, wann die geheiratet haben? Irgendwas stand da mit. Hier. 1909. Ah, die Rechnung.
76. 10 Jahre, also 1966. Das ist, ah, alles klar. 1966. Das Hochzeitsjahr. Hätte jetzt echt gedacht, das ist das Geburtsdatum. Aber 1906. So, guck mal, waren wir schon richtig hier. 1966. Ja, A sagt, muss auch B sagen. Okay, gehen wir rein. Bin ein Weg, die Geheimtür zu öffnen. Nichts leichter als das. Untersuche das Rote Haus. Warum gibt's hier Strom? Oh oh. Oh nein, oh nein. Was ist das für ein Scheißbunker? Thing. Gute Frage. Okay, wir sind wieder in der Split-Welt. Okay. Ein weiterer Brief. Trennung. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung, das ist der einzige Weg. All ends in me. Also sind die Geschwister vielleicht durch dieses Monster verbunden? Deswegen wurden sie getrennt? Gut möglich. Das innere Monster. Okay, was haben wir denn hier? Ah ja, ein Stromkasten. Das heißt, wir müssen uns irgendwo in Erinnerung wieder aufladen und dann geht's hier rechts weiter. Gut. What is this place? Some sort of a fallout shelter? Im Luftschutzbunker. Ah. Aber ist ja nichts Ekliges hinter. Für ein riesiges Teil. There, that looks like a way out. But it's half underwater. Hm. Also da hinten ist eine Tür, oder was? Okay, was ist da? Auch eine Tür? Sieht aber ziemlich gefährlich aus. Können wir mal einen Seelen-Move machen? Da können wir nach oben. Okay. Müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, was hier so ist. Viele Türen. Es ist sehr groß hier. Ah, guck mal hier. Auch wieder was zum Aufladen. Ich glaube, wir sind einfach wieder oben, ha? Huh? Okay, wir müssen zurück. Hm. Ja, gucke ich gleich nochmal. Dieser scheiß Bunker ist der... Ah, guck mal hier. Ah, guck mal
können wir uns doch super aufladen. Ist hier irgendwas? Ah, da, oh, guck mal, da oben ist der Stromkasten. Okay, jetzt kriegen wir es nochmal hin. Achso, da geht's auch runter. Warte, wir gehen hoch. Wir machen diesen Stromkasten an. Als erstes. Gucken, was passiert. Wo war er denn? Wo war er denn? Hier. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Wir haben noch einen anderen Stromkasten, den wir nutzen können. Vielleicht war der aber auch schon an. Hier irgendwo. Ah, kann sein, dass das dieselbe Tür war. Ja, das war die Tür hier, ne? Sieht gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Mal hier rechts können wir noch durch, oder? Ah, es ist der Stromkasten von hier. Ah, dann fehlt vielleicht noch irgendwas. Konzentriere dich. Ah, er scheint doch an zu sein, oder? Nee, ist er nicht. Jetzt ist er an. Jetzt leuchtet sie. Aber trotzdem geht die Tür nicht auf. Vielleicht von der anderen Seite? Außen eher. Ah, vielleicht müssen wir runter. Irgendwo konnte man noch runter. Nämlich genau an der Stelle. Da dauert es wohl noch, bis die Tür auf ist. Okay, da haben wir auf jeden Fall Strom. Gucken wir uns unten nochmal um. Leiter hoch, da können wir aber nicht hoch. Hier geht's auch noch runter. Das Ding ist riesig. Da geht's nicht runter. Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Schaltpult oder so, aber vielleicht da oben. Es ist das gleiche oben wie... Hä? Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich muss gucken, wo diese Stromleitung hinführt. Ging es nicht irgendwo noch runter? Hier geht es auch noch runter.
Lower levels are flooded. I'm not much of a diver. Aber wir können hier noch runtergehen. Oder nicht? Da unten ist auch noch so ein Ding. Jetzt sind wir wieder hier. Wie kriegen wir diese Schutztüren auf? Da oben ist das Stromkabel und es führt nach links. Oh, warte mal. Und links und hier raus, hier rüber. Und dann doch hoch. Runter? Kann man nicht. Ah, hier ist man wieder. Wo führt dieses Stromkabel hin? Okay, ich muss wieder zurück. Kann man das hier sehen? Es ist ja eigentlich hier rechts oben irgendwo. Es ist eigentlich bei diesem Control Room. Ja, aber warum auch immer nicht aufgeht. Den wir hier angemacht haben. Wahrscheinlich hier rein, hä? Von der anderen Seite? Wahrscheinlich müssen wir von innen die Türen öffnen. Wir müssen irgendwie da reinkommen, auf die andere Seite. Habe ich irgendwo einen Weg nicht gesehen? Da oben würde ich jetzt mal sagen. Hier ist ja auch sowas, was ein bisschen nach Control. Aber da kann man nichts machen. Ich scheitere wieder an den Rätseln hier. So. Hier sind wir oben. Das kenne ich doch. Da müssten wir eigentlich hier hinten rechts reinkommen. Die Tür ist auch auf. So, und dann? Weiter oben bleiben. Ah, guck mal hier. Ah ja. Da hat zumindest den Strom ausgemacht. Hier ist nichts mehr. Maybe I could pump out the water from here. Oh yeah. Yes, it's on. Water tank 1, water tank 2. Wasserpumpe 1, Wasserpumpe 2. Water tank. Water tank 2. Oh, hier, eine Beschreibung. Pumpenmechanismus, Steuerung, Wasserstandanzeige. Misst den Wasserstand in der jeweiligen Kammer. 2 Wasserflussrichtung. Ändern die Wasserflussrichtung. Startet die Wasserpumpe. Wasserflussrichtung nach rechts oder links. Wasserstandanzeige. Mal sehen. Looks like both retention tanks are closed off.
Maybe I could get down there and open them manually. Okay. Also ursprünglich, das war schon richtig. Also wir müssen in den Tank und von dem Tank in den Tank. Jetzt müssen wir erst irgendwas manuell closen. So, was haben wir hier? Eine weitere Note. Ein Relikt der Vergangenheit. Als wir zum ersten Mal über das Gelände stolperten, dachten wir, dass es sich um einen alten deutschen Bunker handelte. Ein paar Korridore, vielleicht ein paar alte Vorräte. Nach 2 Wochen Ausgrabung wussten wir, dass das alte Schnauzbärtchen große Pläne für diesen Ort gehabt haben musste. Ein ganzes System von unterirdischen Tunneln, Stahlbetonwänden, das komplette Programm. Er wollte sich wohl einen kleinen Rückzugsort im Wald bauen, falls die ganze Sache mit der Herrenrasse nicht klappen sollte. Die Roten taten, was sie am besten können. Sie rissen sich unter den Nagel. Sie wollten es in einen vollwertigen Atombunker umwandeln, brachten sogar das Stromnetz zum Laufen. Aber weiter sind sie nicht gekommen, bevor der Traum von Niva in die Hose ging. Zu meinem Glück war die ganze Sache streng geheim und ich habe dafür gesorgt, dass es auch so blieb. Soweit ich weiß, starben die meisten Menschen, die davon wussten, bei dem Massaker. Ich würde es nicht gerade einen Silberstreif nennen, aber trotzdem. Wenn etwas schief geht, haben wir einen Ort, an dem wir uns verstecken können. Und es ist schief gegangen. Kriegen wir denn die Tür jetzt auf? Na, immerhin. Die Tür ist auf. Kriegen wir die andere Tür auf? So, wie starten wir die Pumpen manuell? Vielleicht ist hier noch ein gewisses Handbild. Let's get a lay of the land. 2A, das ist 2. Hier müssen wir irgendwo die Pumpen. Control Room, hier sind wir. Ostkammer, Tank 2, Ventil. 4A. Also rechts unten irgendwo. Westkammer, 1A, Tank 1, Ventil. 2, 2A, Not, Nordausgang. Okay. So, müssen wir das Stromding wieder anschalten? Wahrscheinlich schon, ne? East Chamber. Tank 3. So, hier ist der, dann müssen wir so wahrscheinlich hier runter. Da ist der Wand. Okay. Hier muss irgendwo der Stecker sein oder so, hm? Oder nicht? Weiter runter. Ach du heilige Scheiße. Wo zum Teufel muss ich hin? Da geht's nicht weiter. Oder muss ich hier einfach... Ich muss zurück. Kammer 3 muss ich vielleicht leer machen, damit ich da hinkomme. Kammer 3. Ich guck mal. Also das Rote. Jetzt kommen wir auf jeden Fall hier runter.
weiter rechts. Okay, wir sind noch aufgeladen. Muss doch irgendwo das Rad sein, was ich drehen kann, oder? Ah. Shit. The valve is missing. Please be around, valve. Sei bitte in der Nähe. Was ist denn hier rechts? Da ist so ein Ventil. Kann ich das nicht nehmen? Oh Gott. Okay, gucken wir mal hier. Hat der Not? Nee. Da ist was. Hier, guck mal. Yes. Agent Cutters to the rescue. Okay, zum Glück haben wir das Teil noch. Gut, was ist da? Hey. That's my way out. Once I dry it up a bit. Ein Weg raus. Okay, mal sehen. So, da müssen wir das Ventil öffnen. There. Now it's ready to gulp down some water. Okay. Können wir es jetzt auch mitnehmen wieder? Okay, hoffen wir mal, die andere Seite sieht besser aus. Gut, ich glaube, dann weiß ich, was ich tun muss. So. Dolls to play with. Such pretty things to wear. Lillian. Francis. Nurse Ursula. She was insatiable. And him. The only one to get away. But they don't. Last. They never last. But you will. Won't you? Ich hasse den Typen jetzt schon. Ich weiß nicht, ob wir das immer an- und ausmachen müssen. Ich mach's einfach an. Nicht, dass uns gleich irgendwo Strom fehlt. So, jetzt können wir alles in den rechten Tank lassen. Dann können wir da rein tun. Aber mehr geht nicht. Okay, jetzt müssen wir noch da rein. Wahrscheinlich müssen wir den dann erstmal wieder hier in den Central Zentralkammer abfüllen. Und dann haben wir den frei und können den wieder hier reinfüllen. Können wir zum anderen Tank, genau. Das sollte funktionieren. In den West Chamber. Und West Chamber ist blau. West Chamber Valve. Okay, das heißt, wir müssen links raus. Alles klar, links raus. West Chamber. Dann weiß ich jetzt auch, wo ich hin muss, glaube ich. So, ich hoffe, ihr könnt mir alle folgen, ja? Habt ihr gut aufgepasst? Wie gesagt, viel Infra gespielt, da musste man auch so einen Scheiß machen. Aber es macht auch irgendwie Laune. So, ich glaube, wir müssten hier runter. Das ist dann der Bereich für die Westkammer. Da unten ist auch wieder so ein Licht. Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Ah ja, wir brauchen das. That's it.
Second tank, zweite Tank ready ist for duty. Bereit. Aber wie kommen wir jetzt hier hin? Ach so, ich weiß wie. So kommen wir natürlich hier hin. So, dann mal wieder los, ne? So, und jetzt können wir alles in den zweiten Tank. I'm so glad you're here. Oh, the others. Not enough. Never enough. Never fall. Never warn. And old. Worn out. Rag. Ausgeleiert. You. Cut from the same cloth. Okay. Wahrscheinlich ist das Monster die ganze Zeit mit ihrer Schwester, aber warum ist ihre Schwester dann quasi noch da? So müsste es eigentlich richtig sein. Zentralkammer. Jetzt müssten wir eigentlich rauskommen können. Eigentlich. Wenn wir jetzt wieder in diese gelbe Zentralkammer kommen. Oh, hier nochmal anstellen. Tragen. We'll walk this world together. Nein. Aber wie komme ich jetzt da runter? Wie kommen wir jetzt hier runter? Hierher? Hier ist auch noch gelb. Kommen wir da runter? Hier nicht, da nicht. Wir sind jetzt wieder in Kammer 1. Hä? Wie kommen wir denn in die Zentralkammer von hier? Daher? Ah, hier. Okay, okay. Ah, dann wahrscheinlich hier. Nee, hier nicht hier. Da runter. Da können wir mal hier aufladen. Sagt ihr nicht, das ist mein Weg nach draußen? Dann muss ich über Kammer B da rein. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ach, hier, ne? Ich denn? Oder kann ich da einfach runterspringen hier? Nee, da komme ich nicht hin.
Also hier bin ich schon richtig, aber ich weiß nicht, wie ich eine Ebene tiefer komme. Wie komme ich eine Ebene tiefer? Ich glaube, ich muss doch nochmal in den Control Room. Vielleicht muss ich das Wasser doch. Vielleicht kommt man nur über B rein oder so. Alles nach links pumpen. Ich glaube, so könnte das gut sein. Nochmal gucken. Nee, hier nochmal gucken. Also über Rot. Ja, gut, über Blau komme ich auch auf 2. Oder über Rot. Aber ich glaube, ich bin über Rot reingekommen. Das heißt, wir müssen Rot komplett leer machen. Das dann darüber. Yes. The central chamber is open. Get your ass down there, Marianne. Okay. Dann sollte das jetzt hoffentlich funktionieren. Jetzt muss ich nur noch dahin finden. Hallo? Warum nicht? Weil jetzt zu ist? Ich muss rechts rum. Oh nein, ich habe den Strom angemacht. Ist es denn wahr? Ich muss den Strom wieder ausmachen. Kann ich eine Geisterwanderung machen? Kann ich nicht. Kann hier nichts ausschalten. Okay. Dann muss ich doch wohl nochmal abpumpen hier. Nochmal in die Mitte pumpen. Kann ich nicht. Okay. Oh Gott. Oder hier den Strom ausmachen? Geht auch nicht. Ich hätte den Strom ausmachen müssen. Oh Gott, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht in eine Todesfalle manövriert. Da bringt ja auch nichts an der Stelle. Ne, da ist zu. Scheiße, ey. Okay. Ich kann aber auch nichts mehr zurückstellen. Tja, mit so einem doofen Spieler wie mir hätten die nicht gerechnet. Ich kann da nichts mehr umstellen. Okay, ich kann da nur herrennen. Good luck. Sehr gut, sehr gut. Ich muss einmal laden. Aber wo? Ach, sowas ärgert mich. Aber gibt ja auch sonst keine Möglichkeit, wie man dahergekommen wäre. Man wäre über Rot dahergekommen. Ja, da kann ich wohl nur einen älteren Spielstand laden und nochmal alles nochmal machen. Weil da komme ich nicht mehr her. Wenigstens haben wir noch einen. Ich glaube, aber so schlimm ist das nicht. Das könnte hier der zweite Part sein. Und im zweiten... Ja, das war das zweite Ventil. Okay. Das können wir ganz schnell machen. So.
Alles gut. So. Dürfen wir nur nicht vergessen. I'm so glad you're here. Oh, the others. Not enough. Never enough. Never fool. Never wrong. And old. Worn out. Rag. You. Cut from the same cloth. Guck mal, hier ist nämlich aus. So, sehr gut. Was müssen wir also tun? Wir müssen es nach links pumpen. Hier müssen wir sie runterpumpen. Nach links. Nach links. Nach links. Und nochmal nach links. So. Jetzt brauche ich auch mal, nach so viel Flüssigkeit brauche ich auch welche. Yes. The central chamber is open. Get your ass down there, Marianne. So, muss ich hier jetzt nochmal zumachen? Sicher ist sicher. So much up there for us to see. For us to eat. For us to wear. Das ist krank. Can't go out like this. Alone. Naked. Mal aufladen. Wir wissen ja nicht, wofür wir das brauchen. Hier müsste jetzt irgendwo, das müsste die Mittelkammer sein. Wie ich das richtig verstanden habe. Ne, hier ist noch rot. Da hinten? My way out. Na also. No more shame. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel our pain. Oh Gott. Nein! Ich hasse Endgegner. Okay. It all ends in me. Wie konnte er uns denn sehen? Wie konnte er mich sehen? Okay, vielleicht muss ich ganz schnell als Geist darüber rennen. Jetzt überspringen. Also, da drücken. Erst der Ausgang. Da drücken, dann kriegt er einen Elektroschock. Und hier geht's durch. Stromkabel. Nach oben. Hier links. Let me get back here. It all ends in me. No! Ich habe ihn eingesperrt. No! Come back! Come back! Oh, das war ja einfach. Done. Wir mussten ihn dann nur einsperren. Oder ablenken oder irgendwie sowas. Das war's schon? Ah, die Kammer ist zu. Hm.
Das war jetzt Zufall. Oh, wir sind draußen. Tageslicht. Lily. Thomas. You are here. I can feel it. Untersuche die Unterkünfte. Ah, okay. Mal sehen. Rechts ist zu, geradeaus ist zu, links ist auf. Oh, ein weiteres Stromrätsel. Hier wurde nicht an Rätseln gespart. So, hier haben wir eine Note. Ein schmaler Grat. So viel weiß ich, glaube ich zu wissen. Die Mädchen kommen vom selben Ort, aber sie können sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Sie scheint an beiden Orten zu existieren, als ob ihr Geist zwei Körper gleichzeitig bewohnen kann. Was immer ihr an einem Ort geschieht, wirkt sich auf den anderen aus. Sieht sie die Grenzen zwischen den Orten oder sind sie ein und dieselbe? Neue Hypothese. Der Tod lichtet den Schleier zwischen den Welten, sodass sich ein neugeborener Geist niemals spalten muss. Ergibt das Sinn? Auf eine beschissene, seltsame Weise. Sonst noch irgendwas hier? Hey, I know this one. Used to be one of my favorites. Schmetterling-Atlas. Keine Erinnerung. Andere Erinnerung? Ganz viele Bücher. Also haben sie sich hier versteckt? Hm. Gut, auf zum Rätsel. Dass hier überhaupt noch Strom ist. Wer bezahlt denn das alles? Oh, okay. Off. Dynamo. KW28. Uns dürfen die Sicherungen nicht rausfliegen. No, don't do this to me. Oh. Sag nicht, ich brauche eine Sicherung. Oh, jetzt ist hier auf. Die Frage ist, haben wir es besiegt, dieses Monster? Oder ist es nur erstmal weg? Okay, hier ist rot, da ist grün. Busted open. From the inside. Oh. Ah, yes. Okay, aber ich lasse es erstmal drin. Scheiße, ich wollte doch da reingucken. This was definitely Lily's place. Where he kept her. Hier hat er Lily aufbewahrt. Schmetterlinge, der getrennte Schmetterling. Dann hat Lily wahrscheinlich den anderen Schmetterling. Allein. Salz. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Ein bisschen Alchemie, etwas Spiritualität, das ist alles. Die Märchen sind anscheinend doch wahr. Egal, der Raum ist bereit und er funktioniert. Er funktioniert wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich ganz allein sein. Es ist einfach so verdammt schön. Gibt's nicht. Imagine being locked up in this place, having a needle shoved into your arm day in, day out. Seid so 0,9%. Again with the salt. The whole room is lined with it. Also mit dem Salz konnte sie das Monster abhalten. She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. Wird sie ihre Schwester wohl jemals wiederfinden?
little windows into the world. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text, though. Auch hier gibt's nichts. Nirgendwo. Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Aufputzen. Maybe doll meant up. Well, but somehow this just feels sadistic. Schon interessant. Okay. Also hier hat ihre Schwester gelebt. Scheinbar sehr lange. Und dann ist sie ausgebrochen. Von innen aufgebrochen. Warte mal. Können wir denn hier nochmal Strom anmachen? Reinmachen können wir hier nichts. Aber wir können die wahrscheinlich die anderen Räume durchsuchen. So, mal sehen. Burnt to a crisp. Guess I should look for a spare. Okay, off. Mal sehen, was wir jetzt aufgemacht haben. Bereich 1. Hier ist alles zu. Hier ist immer noch alles zu, weil hier die Sicherung fehlt. Okay, versuchen wir es mit Bereich 2. Stehen da irgendwie Nummern drauf? Hier ist auch noch eine Tür. Zu viel Strom. There be light. Ah, okay. Sorge für Strom. Nice decor. Very minimalist. Also sie haben wirklich hier gelebt? Oh, guck mal, ein kaputter Spiegel. If I find enough pieces, I might be able to get to the other side. Okay. Haben wir genug? Huh. Mold. It looks pretty fresh. Someone's been here recently. Okay, also es wird vor kurzem noch benutzt. Ist ja auch noch ein Licht an hier. Spiegelteile müssen wir finden. Kommen wir da runter? Mal sehen. Eine weitere Note. Nur ich und sie. Es ist still. Es ist jetzt still. Nur ich und sie. Nur ich und sie. Es fühlt sich seltsam an, aber auf eine gute Art. Wie es sein sollte. Ich genieße das besser, solange es geht. Ich habe bereits damit begonnen, die Werkstatt ins Hotel zu verlegen. Wenn etwas passiert, will ich nicht, dass sie in ihrer Nähe ist. Ich gehe bald hinein, um ihn zurückzuholen. Das kann nur eins von zwei Enden nehmen. Entweder kommen wir beide zurück oder niemand von uns. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, was liegt da? Ein Spielstück. Okay. Here's one. So far so good. So weit so gut. Setzen wir das schon mal ein. Stück. Oh, das klang aber nicht so gut. Wir haben ja auch die anderen Kammern zu durchsuchen. Die Dusche. Ah ja, ein weiteres Stück Spiegel. There. Another one. Mal sehen, was haben wir denn noch so Schönes hier? Ein Radio.
warum nicht? Einfach ein bisschen Musik zur Entspannung, auch wenn sie seltsam ist. Wahrscheinlich können wir dann eher was in der Anderswelt finden, wenn wir den Spiegel wieder aktivieren. Mal sehen. Looks like he could never quite let go of his passion. In another life, perhaps. History of Architektur, ja, er hat sich für. Wer sich für Architektur interessiert, für Kunst. Ja. Auf Distanz. Sie hätte mich heute beinahe gesehen, mich gespürt. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss Abstand halten. Durchgestrichen, es ist nur durchgestrichen. Ich habe. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an sie denke. Ich glaube, ich weiß, dass es das Richtige war, sie im Krankenhaus zu lassen. Es ist besser so. Es geht ihr besser so. Aber ich denke ständig an den Tag, an dem es endlich soweit ist, an dem sie entdeckt, was sie wirklich ist. Sie wird verwirrt sein, Angst haben. Sollte für sie da sein, damit sie das alles versteht, um mir zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Nein, sie wird es schaffen, sie ist stark. Genau wie ihre Mutter. Fooled by randomness. Vom Zufall verarscht. Okay, was haben wir hier? Jack Ockham. The last goodbye. Jack! Don't. Nein. Visitenkarte. Also er wusste es. Er hat sie die ganze Zeit beobachtet. This should be enough. Ja. Let's make magic happen. Let's make magic happen. Okay, ich gucke mal da oben. The determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Were you trying to send the monster away? Or to get your other self back? Hm. Welche Verbindung haben wir denn da? Ja, viele Zeichen, Symbole, alte Symbole. Vollständige. Ein unbekanntes Ereignis. Hypothese. Nach einem traumatischen Erlebnis kann sich die Seele in zwei getrennte Einheiten aufspalten, um den davongetragenen Schaden auszuhalten, zu lindern. Beobachtung. Diese Einheiten können einander freundlich wohlgesinnt bleiben oder sich feindlich gegenüberstehen. Wie zerstört man die Hälfte, ohne die andere zu verletzen? Gute Frage, ne? Na, mal sehen. Ich denke mal, wir müssen noch mal auf die andere Seite. Wir werden wahrscheinlich hier viele gruselige Sachen finden, wenn wir gleich in die andere Welt gehen. So, da habe ich aber auch schon alles nachgeguckt. Okay. Zeit, den Spiegel zu reparieren. War das in der Küche, ne? Spieglein, Spieglein. The moment we finally met. You're the other one.
the spirit. But the hound... I thought you were gone. Gone? No, no. Trapped. I spent years in Henry's fucked up world. When you sent him away, I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I don't know. Sie erzählt das alles. Das haben wir immer gesehen. Das ist eine Rückblende. Eine Vorblende. Ah, okay. Deswegen erzählt sie alles. It all starts with a dead girl. Alles beginnt mit dem toten Mädchen. Cell back there. It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It's the only place he could feel. Separated from his powers. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. Kette. Guess it runs in the family. It runs in the family. Let it run. When Richard
when Richard hurt her. It awoke something inside her. Something terrible. And it was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? You know where. In der anderen Welt? The lake. Am See. It's coming. Time for you to go. I'll hold it off for as long as I can. I'm not leaving you. Also ist die Schwester vielleicht doch tot am See, deswegen die ganzen Motten. Wo sind wir? Immer noch in Neva? Finde einen Weg an den See. This path a thousand times in my mind. I know every inch of it. But this time, something is different. Es ist Tag. Das ist der Unterschied. Schon schön, aber das zieht meine Karte echt in die Knie hier gerade. I'm getting close. I can feel it. I can feel it so clearly now. Wir haben den Weg zum See gefunden. Und da ist der Steg. Da steht sie.
Hallo, totes Mädchen. Lillian, I've been waiting for you, little sister. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. For a while. Da ist der andere Schmetterling. That day, when the fire broke out at our house, I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? To save you. It helped us escape the flames, but in return, I had to set it free. Free to devour, to destroy, to kill. The Neva Massacre. Oh. Yes. All those people died so that we could live. Because I lived, so did my demons. Father knew my powers were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster, it got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate. And the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Hasn't it already happened? No. It's not the past you see. The dream. What I want to happen. What? It all ends in me. But no. No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why Sadness didn't want to go. But you're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. Lillian, I can't. Please, don't make me do this. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lily? Oh!
gone. Not done yet. But it's getting there. There is another way. Marianne. No! What is she doing? It changes nothing! Like you said, I'm your only chance! Aren't I? You need a medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Marianne, please, I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Don't do this! Please, sister, set me free. No! Stay back! Stay back! Save everyone, butterfly. It all starts with a dead girl. Man kann nicht jeden retten. Oh, okay. Wir wissen nicht, wen sie umgebracht hat. It all stands with a bad dead girl. Ist ja quasi... Ah, ist wieder was zum Nachdenken. Ich fand das Spiel sehr, sehr cool. Auch aus der Perspektive und so. Ich glaube, die Kamera ruckelt immer noch. Ja, whatever. Ja, fand ich einfach klasse. Also... gibt's kaum was zu bemängeln, außer die Parts, die sich halt gameplay-technisch wiederholt haben, wie das Balancieren. Aber das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Und ja, die Story ist natürlich hart. Hätte ich so, glaube ich, auch nicht voraussagen können, dass die Schwester überhaupt noch lebt. Aber das wollen die ja auch. Und ja, ich freue mich, dass wir zusammen das Spiel durchgemacht haben. Die Rätsel gelöst, ging ja eigentlich nur einmal in eine Falle gelöst, gelockt. Und ja, genießt jetzt noch den Endsong. Ich will ja jetzt nicht labern. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play, wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao. Whisper to me. Someone make them go away. Voices walk beside me. Hide behind me. Please make them go away. Someday I'll find my own way. Won't look back on all this pain and sorrow. Some way there'll be a new day. And the road before me I will follow. Voices in my head echo left unsaid from the dead. They said, keep ringing in my head. And these voices in my soul know that I'm not in control. Let me go, let go. No one ever has to know. Tears in isolation, the lost time, what was mine? Searching, shivering in the darkness of my mind. I'm so blind. Screaming breaks the silence. No reliance on my fading self.
voices in my heart, tearing all my hope apart. Ease the pain, but it remains. I'm lost on where to start. And these voices in my soul know that I'm not in control. Let me go, let go. No one ever has to know. Let me go. Oh, da kommt noch was. Was kommt da jetzt noch auf uns zu? Die Uhr. Er lebt noch. Oh, Fortsetzung. Wo ist das? Oh, das ist Neva. Er ist aus Neva entkommen. Er hat die Uhr mitgenommen. Die Uhr, das muss der Vater gewesen sein. Das muss Thomas gewesen sein. Und jetzt sind wir in der Anderswelt. Oh, cool. Okay, okay. Weiter. Neues Spiel. Keine Ahnung. Okay, ja. Ich bin sehr gespannt, ob es einen Nachfolger gibt und fand den Artstyle auch sehr geil. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, wenn ihr das auch so seht und nochmal gerne spielen wollt, könnt ihr euch natürlich kaufen. Unterstützt die Entwickler, würde sie freuen, würde mich freuen. Und das war das Bloober Team Game für dieses Jahr. Ich bin gespannt, ob die nächstes Jahr auch wieder eins rausmachen. Ich glaube, wir haben jedes Jahr eins gehabt. Observer haben wir immer noch nicht gespielt, ganz... Gibt es ja mittlerweile in der Redux-Version. Habe ich auch schon mal im Community-Tab gehabt. Werden wir auch machen, sobald ich da mal die Zeit für habe. Ja, mal sehen. Okay, wahrscheinlich ist das hier auch vielleicht auch jetzt als Einteiler. Ich werde das, glaube ich, gleichzeitig hochladen. Ich gucke mal, wie ich das schaffe. Und ja, ich muss jetzt erstmal das Ende noch verdauen ein bisschen. Aber ich schätze mal, sie hat sich selber umgebracht. Einfach weil sie ihre Schwester retten wollte. Aber schön, dass sie das Ende so offen lassen. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass man sich nicht entscheiden musste oder dass es zwei Enden gibt. Ich finde eigentlich, ist immer gut, wenn du eine abgeschlossene Handlung hast. Und dann ist es natürlich auch einfacher mit der Fortsetzung, ne? Also es wird scheinbar definitiv eine Fortsetzung geben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Wird bestimmt super. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und haut rein. Ciao.